plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen, egal welchen Alters. Jetzt zählt jede Minute. Aber schnelle Hilfe kommt nicht einfach vom Himmel. Oder doch? Jährlich erleiden rund 60.000 Menschen in Deutschland einen Herzstillstand, häufig mit tödlichem Ausgang. Das muss nicht sein. Lebensrettend sind die sofortige Herzdruckmassage und der Einsatz eines Defibrillators, kurz Defi. Ein Defi kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen beenden. Moderne Defis sind klein und automatisiert. Sie können und sollen auch von medizinischen Laien eingesetzt werden. Klebeelektrode, wie abgebildet, fest auf den nackten Brustkorb kleben. Generell ist eine Fehlabgabe eines Schockes nicht möglich, da das Gerät eine Analyse durchführt und feststellt, ob das Herz noch schlägt oder nicht. Schock wurde abgegeben. In vielen Gebäuden sind heute öffentlich zugängliche Defis installiert. Der ASB und der Verein Definetz setzen sich für eine flächendeckende Versorgung mit Defibrillatoren ein. Je schneller ich so ein Gerät verfügbar habe und auch einsetzen kann, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Betroffene erfolgreich wiederbelebt werden kann. Dem ASB liegt es am Herzen, dass man eine flächendeckende Versorgung mit Defibrillatoren hat, aber auch, dass in der Bevölkerung bekannt ist, wo denn die Standorte der Geräte sind. Doch gerade im ländlichen Raum ist eine flächendeckende Installation von Geräten nicht möglich. Hier kommt eine neue Idee ins Spiel. Der Defi-Copter. Definetz hat zusammen mit dem Drohnenhersteller Hightech einen Octocopter entwickelt. Der soll in Zukunft die Lebensrettung aus der Luft ermöglichen. Es gibt Bereiche wie Hochgebirge oder auch ländliche Regionen, die sehr dünn besiedelt sind oder beispielsweise auch große Seen oder wenn man sich die Küstenrettung ansieht, da kann man unter Umständen nicht schnell genug mit dem RTW hinkommen. Und genau dafür ist unser Rettungssystem gedacht, dass schnell der Defibrillator von A nach B gebracht werden kann, denn wir wissen alle, da geht es um Zeit. Was ist denn los? Und so soll die Hilfe mit dem Defi-Copter aussehen. In der Rettungsleitstelle geht ein Notruf ein. Rettungsleitstelle Köln, guten Tag. Tanja Müller, mein Freund, der ist hier einfach umgefallen. Wo sind Sie denn? Parallel zum Rettungsdienst wird sofort der Defi-Copter gestartet. Durch Handyortung kennt das System die Koordinaten des Unglücksortes, sodass der Defi-Copter selbstständig zu seinem Ziel findet. Am Zielort überträgt die Drohne per Kamera die Bilder vom Boden. So kann der Drohnenpilot eine geeignete Stelle für den Abwurf des Defis wählen. Sebastian? Hey, was passiert? Hey, da bist du ja. Konkret gibt es zwei Probleme mit dem existierenden Luftrecht. Zwei Dinge sind verboten. Einmal vollautonome Flüge von Drohnen. Da hoffen wir, dass sich in der nächsten Zeit ein bisschen was ändert. Und der zweite Punkt ist der Abwurf von Dingen, die nicht Wasser oder Sand sind, aus der Luft, ist einfach verboten. Und da sind wir ganz optimistisch, dass wir das deutschlandweit in 2 Jahren, europaweit in 4 Jahren hinbekommen. Mit dem schnellen Einsatz von mobilen Defis können wertvolle Minuten gespart werden. Minuten, die Leben retten.